Das Angel Labs, das ist ein brandneues Format, das aus Kalifornien kommt und ein weltweites Bootcamp für Angel-Investoren ist. Zielgruppe sind bestehende Angels und ja, wohlhabende Mitbürger, die sich vorstellen können, ja, in Startups zu investieren. Die bisher bekannten Assetklassen, Immobilien an der Börse, ja, die erwirtschaften einfach nicht den nötigen Return. Investitionen in Startups sind zwar sehr riskant, können aber durchaus Spaß machen. Also ganz arg viele Business-Angels machen das einfach auch irgendwo aus, ja, Überzeugung, weil sie was zurückgeben wollen, weil sie selber profitiert haben, Unternehmer waren und ja, geben ganz arg viel Know-how und Netzwerk auch ein. Das ist wichtig. Klassisch ist der Angel-Investor die Brücke zur nächsten Finanzierungsrunde. Das heißt, ein Unternehmen gründet sich, man fängt an, selber was zu tun, man wächst die ersten Schritte und relativ schnell kristallisiert sich dann raus, funktioniert mein Geschäftsmodell ohne externes Geld oder brauche ich Kapital von außen? Und sobald ich Kapital von außen brauche, ist der Angel-Investor die erste Anlaufstelle. Sie sind verfügbar, sie sind regional und in Deutschland gibt es viel zu wenig VCs, die man einfach mal ansprechen kann zu so einem Thema. Diese Lücke können Angels schließen. Wir haben Gott sei Dank eine ganze Reihe von interessierten Angels, wie wir heute ja auch sehen, die sich mit diesem Thema beschäftigen, die in der frühen Phase solche Themen anschauen und dann vielleicht diesen ersten Schritt nur kapitalisieren, um dann sagen zu können, jetzt geht es auch mit einem VC-Investor weiter. Wobei wir immer häufiger sehen, wir brauchen den VC am Ende dann gar nicht. Angels können inzwischen genauso viel Geld bewegen wie früher ein VC alleine. Nicht immer nach einem Investor schreien, den Proof of Concept selber bewirken. Und ich kann den Proof of Concept auch ohne fremdes Geld hinbekommen. Vielleicht ist meine, was weiß ich, Software, Technologie nicht fertig, aber ich habe den Ersten, der sie benutzt und der mit dem Konzept sich identifizieren kann und mit mir die ersten Schritte geht. Das ist viel wichtiger als Geld in der ersten Sekunde. Beweisen, dass meine Idee wirklich einen Markt hat, dass es Kunden gibt und dass ich mit diesen Kunden auch gesprochen habe. Das ist der schlimmste Fehler, den ich machen kann, nicht mit den Kunden sprechen. Ich muss als erstes an den Markt gehen und mir das Feedback vom Markt und von den Kunden holen. Angels zu finden, das ist schwierig, weil Geld war schon immer scheu wie ein Reh und auch Angels sind scheu. Aber es gibt eine ganze Reihe von Veranstaltungen und Netzwerken, wo man auf Angels treffen kann. Und über diese Netzwerke zu gehen, macht sehr, sehr viel Sinn. Einfach den Zugang zu diesen Netzen und damit auch darüber hinaus zu den Personen zu finden. Man wird wahrscheinlich so ähnlich wie mit Sternschnuppen auch, es ist schwierig, eine alleine zu sehen. Aber wenn man weiß, wann welche in Erscheinung treten und wo ich genau hingucken muss, dann finde ich die auch. Und das ist der entscheidende Schritt. Ich muss mich gut vorbereiten, ich muss wissen, was ich will und ich muss wissen, was ich erzähle einem Angel. Und dann auf eine Veranstaltung gehen, wo ich weiß, dass Angels hinkommen, mich an ein Netzwerk wenden, wo die Angels organisiert sind, dann kriege ich auch den Zugang. Und wenn ich was Spannendes zu erzählen habe, dann hören die mir auch zu. Zahlen spielen in der frühen Phase ehrlich gesagt überhaupt keine Rolle, weil auch in späteren Phasen sind noch 90% aller Businesspläne am Ende falsch und die Zahlen sind eine Projektion und ob es so kommt oder anders, kann kein Mensch sagen. Was entscheidend ist, ist, dass die Idee überzeugend ist, dass sie mich selbst überzeugt, denn sonst laufe ich ihr ja auch nicht jahrelang hinterher, und dass es auch meinen Investor überzeugt. Jemand, der vielleicht Erfahrung in diesem Markt hat, der Netzwerke mitbringt, der wirklich die Erfahrung hat, die ich nicht habe. Und daraus entsteht dann vielleicht auch ein ganz anderes Bild über meinen Zielmarkt, über meine Zielkunden und auch nochmal eine ganz andere Planung, eine ganz andere Finanzsicht auf die Dinge. Aber es ist am Ende entscheidend, dass hier die Idee mit dem Mehrwert, den ein Angel bieten kann, am Ende tatsächlich den Weg zum Markt findet und somit für mich auch dann am Ende ein Unternehmen mit deutlich höheren Werten entsteht. Geld ist ein Aspekt, das ist sicher wichtig, aber aus meiner Sicht noch wesentlich wichtiger sind die nächsten, das ist Mentoring und Coaching und dann das Schaffen von Vertriebswegen, weil da ist mein Eindruck, bei den meisten Startups, so weit denken die oft gar nicht. Die sind unheimlich motiviert, haben ganz, ganz tolle Ideen, haben super Produkte, wenn es dann aber darum geht und sagen, ja gut, wie bringst du denn das in den Markt und was kann dein Produkt besser als die anderen, die da sind und wo ist der Benefit, warum sollte ich es jetzt kaufen, ne? Was bringt es mir? So, und dann ist mein Eindruck immer, dann können die sagen, ja, und dann gibt es eine Story, die überhaupt nicht, die nicht griffig ist.
die nicht überzeugend ist, die nicht einschlägt, keinen Impact hat. Ne? Und genau das, neben dem Versorgen mit Geld, ist aus meiner Sicht noch wichtiger, zu coachen, zu unterstützen, Netzwerke zu öffnen, zweifellos, auch wichtig, aber dann auch Verkauf im Sinne von Strategie, aber auch im Sinne von, schafft man eine Sales Story, von welche Marketingmöglichkeiten gibt es, wie bringt man es in Umlauf, wie kann man moderne Medien nutzen und so weiter. Das ist ja ein Riesenfeld. Ich würde nicht nur auf die Exits gehen, sondern ich würde durchaus auch auf Dividendenerträge gehen. Man sagt, weil auch sowas ist momentan gut vermittelbar, dass ich mache es jetzt wieder am Beispiel Immobilie. Viele Leute kaufen die Immobilie heute nicht, um zu sagen, ich möchte die in 5 oder in 10 Jahren wieder veräußern. Das wäre im gewerblichen Bereich wäre es so, aber der privatwirtschaftliche Denker, der sagt dann, ja Moment, ich finanziere mir die Immobilie, das läuft so by the way nebenher und dann habe ich laufende Einkünfte. Und so könnte ich ein Startup auch sehen. Und das wäre dann auch wieder ein Aspekt der Motivation für die Gründer, weil das stelle ich mir auch schwierig vor. Wenn ich sage, Mensch, jetzt habe ich es hochgezogen und jetzt soll ich rausgedrängt werden. Das ist ja emotional aus meiner Sicht sehr, sehr schwierig. Würde ich auch nicht versuchen von Beginn an. Wenn, außer der sagt, na, das könnte ich mir vorstellen, okay, alles klar, oder Teile des Unternehmens zu veräußern, das ist auch noch eine Möglichkeit, also dass irgendwann wandelt in der Aktiengesellschaft und dann sagt, okay, ich behalte 50% selbst und die anderen 50%, damit gehe ich an den Markt oder hole mir Beteiligungen rein. Es gibt ja ganz, ganz viele Möglichkeiten, die jetzt also sowohl wirtschaftlich als auch monetär als auch steuerlich denkbar sind. Oder Partnerschaften international, je nachdem, das hängt jetzt von der Branche ab. Aber also grundsätzlich auf Exit zu gehen, würde ich mich nicht versteifen drauf. Also da hätte ich folgendes Schlagwort, Authentizität. Das heißt, eine maximale Kongruenz von Fühlen, Denken, Sagen und Tun. So, das bedeutet, wenn jemand irgendwas Handwerkliches macht, dann muss der auch aussehen wie jemand, dem man zutraut, dass er sowas macht. Wenn er was im kreativen Bereich macht, dann erwarte ich, dass er genauso aussieht. So, wenn der Schreinermeister bei mir im Anzug mit Krawatte auftauchen würde, dann würde ich nicht davon ausgehen, dass er das kann, von dem er spricht. Das ist schon mal das Erste. Es muss zur Branche passen. Das Zweite ist, es muss plausibel sein. Er braucht eine Geschichte, die sein Produkt so beschreibt, dass er jeden damit anzündet. Das heißt, es muss eine Verkaufsgeschichte sein. Ne? Der muss wirklich verkaufen können und den Mehrwert, den etwas bringen soll, ein Produkt, was auch immer, das abbildet. Er muss auch gleich die Verwendung, den Nutzen darbringen, weil irgendwas, was toll ist, ich habe einen Chip entwickelt, der ganz schnell ist und weiß nicht, wo man einsetzen kann, das bringt nichts, sondern es muss auch gleich die nächste Verwendung und das mit offenem Ende. Also das heißt, der Trichter muss nach außen aufgehen, so dass er sagt, pass mal auf, wir haben damit dann diese, selbige und jene und nochmal eine Einsatzmöglichkeit und alles ganz toll und irgendwann überschwemmen wir den ganzen Markt. Also heißt, er muss dokumentieren, er muss glaubhaft machen können, dass er in der Lage ist, groß zu denken. Dass er nicht nur der Tüftler ist, sondern dass er auch ein Visionär ist. Wichtig wäre auch aus meiner Sicht, nicht beratungsresistent zu sein, sondern Rat von Leuten anzunehmen, die sich in diesem Markt bewegen, die schon Startups begleitet haben. Also fand ich jetzt zum Beispiel ganz toll, dass hier Leute sind, die unheimlich erfahren sind, die schon also wirklich viel investiert haben, viel erlebt haben, sowohl in die eine wie auch in die andere Richtung. Und solche Ratschläge sind wertvoller als das beste Konzept.